So, hier war das aber eigentlich irgendwo bei dem Feld. Genau, hier haben wir den Panzer gefunden. Der war irgendwo im Acker. Sind wir drüber gestolpert. Und Nuba hat uns die ganze Strecke über genervt. Nee, du bist nicht Nuba, du bist eine Frau. Und hoffentlich gibt es keinen weiblichen Nuba, sonst könnten die sich fortpflanzen. Ah, hallo du. Bist nicht Nuba. Ja, da draußen in der Wildnis gibt es Räuber. Eigentlich nicht mehr, denn wir haben ganz, ganz viele umgebracht, inklusive ihrer Anführer. Ach ja, so frustrierend, wenn die Spielwelt nicht auf einen reagiert. Naja, nicht wirklich. So. Nö, Nuba scheint ausgeflogen zu Städte sind sein. immer so beängstigend, so viele Leute. Ja, das haben Städte an sich, Khaled. Erstmal komisch, da sucht man ihn extra und dann ist er nicht da. Und wenn man ihn nicht haben will, dann kommt er. Das ist der Nuba-Effekt. So. Na gut, dann ab nach Baldurs Tor zu dem, wie hieß das? Magische Kleinigkeiten oder so? Wie hieß es? Magisches Kleinzeug. Genau, wir wollen jede Menge magisches Kleinzeug. Wir haben 40.000 Goldmünzen zu verprassen. Haben wir hier noch eigentlich was zu tun? Hier war das F-Gesang. Die Diebesgilde könnten wir nochmal auf den Kopf stellen. Und nach dem Rechten gucken. Weil die waren ja nicht gerade freundlich. Schicken uns auf einen wichtigen Auftrag und wollen uns dann umbringen lassen. Naja, sie hatten nicht wirklich eine Wahl, aber sie haben es nicht verhindert. Die schulden uns auf jeden Fall noch was. So, da geht's rein. Ja, wir können ja gleich schlafen, Minsk. So, lasst mal sehen, was ihr habt. Wir brauchen das alles nicht. Todespfeil. Ah, das war gegen Ogre Magi, ne? Ja. So viele treffen wir davon nicht. Und wenn, inzwischen dürften die auch nicht mehr so schwer sein. Also kaufe ich mal lieber ein paar Pfeile plus 1. Schauen, wie viel der hat. Es sind auch immer nur 5 in einem, ne? Ah, das ist ja ärgerlich. Ach ja, aber davon scheinen wir endlich viele zu haben. Na gut, das kann ich dann auch später mal im Zeitraffer machen. Gucken, was er noch hat. Säurepfeile müssten wir noch ein paar haben. Wie viele genau sind's? 132. Na gut, aber die machen auch am meisten Schaden, ne? 1w6 plus 1 plus 2w6 Säureschaden. Und die meisten Gegner, die man so trifft, sind entweder gegen Feuer- oder Eisimmun, aber meistens nicht gegen Säure. Das sind echt gute Pfeile für den Preis. Die beißenden Pfeile 30% der aktuellen TP innerhalb von 20 Sekunden. Warum ist das so komisch geschrieben? Von Punkt, 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 20 Sekunden nach dem Eindringen. Punkt, 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 Punkt. Ja, 20 Sekunden. Wenn ein Kampf 20 Sekunden dauert, haben wir meistens schon ein Problem. Ne, wir kaufen lieber ganz viele Säurepfeile. Die Detonationspfeile wären nicht schlecht. Die mit dem Feuerballeffekt. Aber man kann nicht alles haben. Und ich glaube, die verkauft er auch nicht. Doch, doch, tut er. Oh, hauer, hauer, damit werden wir Freude haben. Das Problem dabei war nur, man konnte sie nicht wirklich schnell genug einsetzen. Aber ja, komm. 5 Pfeile davon und 5 des Zauberbruchs. Wir wollen ja schließlich Pros werden und so. Eis- und Feuerpfeile haben wir genug. Die plus 2 Pfeile nehmen wir auch nochmal mit. Schon sind wir nur noch auf 33.000. Bolzen brauchen wir nicht. Kugeln brauchen wir jede Menge. Ja, aber das mache ich auch gleich im Zeitraffer. Trank der Frostriesenstärke. Wolkenriesenstärke. Ne, Frost reicht, ne? 21, ja, das reicht auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass sie gerade erst 15 haben. Aber die können wir auch noch kaufen. Jede Menge Heiltränke werde ich auch noch gleich kaufen. Heldentränke eventuell auch. Was machst du?
Schafft Klarheit. Leidet der Anwender an Schwachsinn, wird er mit sofortiger Wirkung geheilt, sobald er dieses magische Gebräu zu sich genommen hat. Ich interpretiere jetzt mal Schwachsinn als sowas wie Verwirrung und dergleichen. Das Problem ist, wenn man verwirrt ist, kann man keine Tränke trinken und das Inventar nicht benutzen. Komischer Trank. Magiewiderstandstrank. Den werde ich mir auch kaufen. Huh. Das sind jetzt beide Tränke direkt übereinander. 10 Phasen. 3 Vasen. Phasen. Na gut, die sollten wir uns auch holen. Spiegelaugen. Brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir uns die anderen holen. Sparen wir uns einen Slot. Weil als wir oben auf dem Turm die Basilisken gefunden haben, hat er ja auch so einen Magieschutztrank getrunken und wurde deswegen nicht versteinert. Schutzformel gegen Magie. Das war die, die wir von dem Zwerg bekommen haben. Wenn wir gegen die 6 kämpfen, sollen wir das benutzen. Wie auch immer die 6 sind. Und hier... Schädelfalle. Ja, nee. Ich wollte eigentlich... Genau, magisches Geschoss für sie. Ah, hat er leider nur 2 von gehabt. Schade. Und was ist mit Eile? Hast du Eile? Ah, hast heißt es auf Deutsch. Hast du auch nur 2. Schade. So, Lähmungsstab haben wir, Feuerstab haben wir. Den haben wir auch 2-mal, die brauchen wir nicht. Der hat nicht sehr viel Schaden gemacht. Blitz haben wir auch. Schlafen. Mm-mm. Stab der Himmel. Den brauchen wir. Ich bin versucht, ihn 3. Mal zu kaufen. Aber nee, 2 reichen erstmal im Inventar. Und das war's dann auch bei dir. Na gut, dann kaufe ich jetzt wieder im Zeitraffer Munition ein. Bis gleich. Selbst Karl müde beim Zugucken. Also, ich habe jetzt alle Tränke, alle Pfeile und so weiter eingekauft, die ich gerne haben wollte. So, das heißt, wir verpacken jetzt erstmal, solange wir in keinem wichtigen Gebiet sind, die Pfeile. Du bekommst noch Heiltränke. Du bekommst den Stab statt den Heiltränken, weil im Idealfall solltest du gar nicht angegriffen werden. Aber ja, Idealfall ist utopisch, ich weiß. So, das kommt dahin. Du benutzt aber auch erstmal die normalen Steinchen. Die Gewitterbolzen kommen zu... dir und du packst sie bei ihm in Köcher. Da ist wenigstens noch Platz. So, die packen wir mal... Genau, machen wir das so rum. Wir packen einfach die... Krankheitstränke immer in den oberlinken Slot im Inventar. Das heißt, wenn einer vergiftet ist, können wir kurz ins Inventar gehen, einfach rechtsklick, Zaubertrank und wieder raus. Dann haben wir einen Quickslot da mehr. Da kommt dann der Frostriesentrank rein. So, alles schön identisch, dass es überall gleich ist und man schnell rankommt. So. Gegengift, Gegengift, kein Gegengift. So, Gegengift. Das konnte auch noch weg. Die Stäbe sind gut so. So, ein Trank. Ja, okay, Minsk braucht den Trank auch nicht unbedingt so sehr. Der hat ja schon wesentlich mehr Stärke als die beiden. Dann haben wir noch Magieschutztrank. Die behält erstmal Gerugon, weil er als einziger nicht wirklich sterben darf. Und was hat immer noch gekauft? Die Pfeile sind alle für sie. Die Tränke. So. Jetzt müssen wir nur dran denken, die Tränke auch wirklich zu benutzen, weil sonst wäre das doof.
So, du kriegst da auch noch einen Trank. Du auch. Und Imoen auch. Schnelligkeitstrank braucht sie ab und an. Sie muss nämlich ziemlich schnell weglaufen. Magie-Abwehrtrank entfernt genau Stufe 5 alle. Dann sind wir jetzt fertig. Und haben immer noch ein absolut zugemülltes, okay, nicht absolut, aber ein ziemlich zugemülltes Inventar. Packen wir die Quest-Sache mal zu Khaled. Naja, geht. Das Schwert des Gestaltwandlers kommt mal dahin. Auch wenn er jetzt ganz schön überladen schon ist, ne? Na gut, dann kommen die Schriftrollen auch erstmal zu ihm. Ah, sind beide überladen. Ogerhandschuhe. Ich will Ogerhandschuhe. Ja, Kinder mit dem Willen und so. Der kann auch weg. So, das machen wir auch noch kurz. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die ganzen Schlüsselsteine bleiben mal lieber hier. Wir sind bei 10.000 Gold. Oh weia. Naja, aber hoffentlich hat es sich gelohnt und rentiert vor allem. Dass nicht ganz so oft neu geladen werden muss und die Stadt zurückgelaufen werden muss. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, wo geht's am besten raus? Da unten, ne? Ja. So. Und wo geht's jetzt hin? Na, wenn wir gerade so gut ausgerüstet sind, können wir auch die Aufgabe von dem Magier machen. In Urlok's Beard, oder wie das heißt. Also das Addon-Gebiet. Dann schauen wir mal, wo der uns hinschickt. Aber so schlimm wie der Turm kann es nicht sein. Also, hoffe ich jetzt mal. Vielleicht hat... Ach, Ulgor's Beard. Aber vielleicht hat sich das Addon ja auch zur Aufgabe gemacht, einfach nur möglichst nervige Zonen zu entwickeln. Also beim Turm hat es schon mal ganze Arbeit geleistet. Mal gucken, was jetzt kommt. Aber wir sollten eigentlich erstmal schlafen. Dürfen wir hier schlafen? Ja, das ist doch schön. So, und wo war der Magier? Der war hier um die Ecke, ne? Ja, da bist du ja. Hallo, seid ihr nun bereit, den Auftrag auszuführen? Mein Umhang muss relativ schnell gefunden werden. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon wochenlang weg waren und so, ne? Ja, ich werde sofort aufbrechen. Dann seid ihr also bereit zum Aufbruch. Ja. Wenn ihr meinen Umhang gefunden habt, kehrt ihr dorthin zurück, wo ihr angekommen seid. Dann werdet ihr durch den Schlüsselstein frei, zurückkommen. Los geht's. Wie jetzt frei? Oh. Sieht kalt aus. Und Imon sollte nicht an erster Reihe stehen. Ein Eisbär. Ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas. Eine kleine Eisinsel. Ich glaube nicht, dass wir bei Baldur's Tor in einer kleinen Insel sind. Es wird irgendwo wesentlich weiter nördlich sein. Na gut, geht's hier irgendwo weiter oder müssen wir da runter? Ja, eine Mini-Insel im Eismeer. Ja, dann mal runter.